Rocholt hat ja heute einen sehr hohen Freizeitwert, so wie ich das empfinde. Wir sind aus München zurückgezogen und waren überrascht, was hier alles vorliegt, was man in anderen Städten in der Größenordnung nicht hat. Und ich wünsche mir, dass das weiterentwickelt wird und auch ein bisschen vielleicht in die Breite getragen wird. Wir haben Flecken, in denen sehr viel los ist und es gibt Bereiche der Stadt, in denen da noch ein bisschen mehr kommen könnte und in denen man auch so Keimzellen für die Entwicklung weiterbilden könnte. Für die Wirtschaft sind in erster Linie natürlich erstmal Flächen wichtig, um Erweiterungsmöglichkeiten zu haben. Es ist wichtig, die Hochschule im Hintergrund zu haben, ausreichende Bildungsangebote auf allen Niveaus, Gesamtschulen wie auch Realschulen wie auch Gymnasien. Wir brauchen qualifizierte Fachkräfte. Die Stärke von Bocholt ist für mich, dass das Land so flach ist und man hier wunderbar Fahrrad fahren kann. Und ich kenne das aus anderen Städten. Paris habe ich es mal erlebt, sehr eindrucksvoll. Dockingstationen für Fahrräder, an denen man sich an einer Station ein Fahrrad ausleihen kann, irgendwo hinfahren und an einer dort befindlichen Dockingstation sein Fahrrad abgeben kann. Ich denke, das hat Vorteile. Es ist wenig Verwaltung vergleichsweise und hat große Vorteile, gerade für Leute, die sich kein Fahrrad leisten können. Die Asylanten, die hierher kommen, brauchen Mobilität und das ist die einfachste Möglichkeit, sie ihnen zu geben. Also wir haben ja im Leistungssport einen riesen Nachholbedarf und deswegen glaube ich, dass wir die Kräfte bündeln werden im Leistungsfußball und wir werden 2030 zweite Liga spielen. Wir gehen zurück in die Zukunft, denn der Fußball war immer schwarz-weiß, sodass der FC Bocholt das Aushängeschild der Region wird in einem vollen Stadion mit einer super Tribüne und mit einem super Publikum. Ich glaube, dass im Jahre 2030 Bürger viel mehr mitentscheiden wollen und werden, was mit ihrem Geld, was mit dem Steuergeld, das die Kommune einnimmt, passieren soll. Ich denke, dass Bürgerentscheide zunehmen werden. Möglich wird das durch manipulationssichere Software. Also Wahlen und Bürgerentscheide sind dann über Internet möglich und die Wahlbeteiligung wird in 2030 auch wieder steigen deswegen.